Ich habe letzte Tage so ein bisschen über die Banlist gesprochen und einfach so Dinge, die aktuell verändert werden könnten, wo ich der Meinung bin, was Konami vielleicht tun würde und könnte. Ich habe in dem Video extra nicht viel über Karten gesprochen, die von der Banlist wieder runterkommen. Das wollte ich nämlich in diesem Video machen. Heute gucken wir uns einmal also an, welche aktuellen Karten auf der Banlist meiner Meinung nach wieder zurückkommen können. Springen wir einmal rein. Wir sehen einmal hier, dass unsere Banlist mit Bildern, damit es auch optisch ein bisschen schöner aussieht. Und wir fangen einmal an mit Dandelion. Dandelion ist meiner Meinung nach eine Karte, die ist ein bisschen schwierig. Ich würde sie wahrscheinlich auf 1 ausprobieren, um mal zu gucken, wie krass das ausrasten würde. Ich glaube nämlich nicht, dass die Karte so krass wäre. Das ist so ein Maybe. Tyrant Neptune ist ein ganz klares Nein. Es gibt so viele Dinge, die man mit der tributieren kann, wo der Effekt auf die Karte übergeht, der ein Instant FTK für den Gegner ist. Keine gute Idee. Tidal, meiner Meinung nach, gehen wir da auf 1 zurück. Die Karte ist zwar gut, aber der Heyday von den Dragon ist vorbei und deshalb glaube ich nicht, dass irgendwas tun wird. Magical Scientist, die kann auf der Banlist bleiben, die braucht kein Mensch. Eva. Ich würde sie wieder auf 3 setzen. Ob jetzt Drytron wirklich ein gutes Deck ist mit der Karte? Ja, besser? Ja, unfair? Wahrscheinlich nicht. Redox, das gleiche wie mit Tidal. Gerne auf 1, die Karte wird nicht viel tun. Und hier kommen wir jetzt zur großen 1, 2, 3, 4, 5, 6 Karten. Alle 6 zu 100% bleiben die da. Es gibt keinen Grund, dass diese 6 Karten jemals wieder zurückkommen sollten. Weder der sagt keine Spezialbeschwörung, weder der sagt zerstöre alle Attribute, zieh eine Karte, Special so oft wie möglich, Special Token bounce zurück, kein Extra Deck, alle können banned bleiben. Die nächste Riege, Eclipse Wyvern bleibt banned. Ne, die Karte kann potenziell wirklich sehr viel machen, deswegen bleibt die gerne banned. Masterpiece kann sogar zurück auf 3. Ich glaube nicht, dass das für irgendwen einen Unterschied macht, ob die Karte da ist oder nicht. Cyberstein hatten wir wieder im Format, haben wir gesehen. Kritisch kann gerne banned bleiben. Hafenhorror kann meinetwegen sogar direkt zurück auf 3. Es juckt keine Sau, ob die Karte existiert oder nicht. Eine Victory Dragon. Auch das ist so eine Karte. Es juckt keinen, ob die Karte auf der Banlist ist oder nicht. Denn wenn die Karte angreift und ihr euch Schaden zufügt, verliert ihr das Match. Ja, wow, gib halt vor der Attack Decoration auf. Du hast im TCG die Möglichkeit, jederzeit aufzugeben. Das ist eine Karte vom FTK, die bleibt auf jeden Fall banned. Snow hatten wir, brauchen wir nicht. Masterplan hatten wir mal, darf gerne da bleiben. Block Dragon, niemals wieder. Barrier Statue, die kann auch da bleiben. Ja, ich weiß, es ist natürlich doof, weil es die einzige Statue ist und weil die Wind ist, aber durch die Flannery ist die einfach dumm. Ronin-Ton kann meinetwegen gerne zurück. Obwohl wir Substitute wieder im Format haben, glaube ich nicht mal, dass das ein Problem wäre, weil ein Frog FTK, ich weiß gar nicht, wie konstant der wäre. Ich glaube, der wird nicht mal was bringen. Ich persönlich habe lieber gern Rontort als Substitute, muss ich fairerweise sagen. Fiberjar kann auch safe zurück auf 3. Dann haben wir Kitgalos, die bleibt auf jeden Fall auf der Banlist. Der Starving Venom Dragon, auch der bleibt auf jeden Fall auf der Banlist. Norden ist eine Karte, die meiner Meinung nach wieder zurückkommen kann. Meinetwegen auch auf 3. Denn ein Rang 4 zu machen, ja, mein Gott, ne? Finde ich jetzt nicht schlimm. Kolossus. Ich glaube nicht, dass Kolossus im aktuellen Format ein großes Problem wäre. Ich wäre aber glücklicher damit, wenn die Karte da bleibt, wo sie ist. Ich war noch nie ein Fan von Floodgates, die einfach zu erreichen sind. Und Floodgates so einfach aus dem Extra-Deck zu holen, ich weiß nicht, ob das geil wäre, aber wir sehen halt im Master Duel, dass es halt gar nicht so schlimm ist. Curious und Linkross bleiben auf jeden Fall banned. Elf, auch wenn es mir in der Seele wehtut, die bleibt da drauf, einfach weil wir zu viele Dinge machen können. Seitdem wir jetzt auch Little Knight haben und in der gegnerischen Runde mit Elf eine IP zurückzuholen und dann Little Knight zu machen und nicht so geil. Agapain, gleiches Schicksal, bleibt da. Anaconda auch, LP. Aurorodon und auch Simorgh. Ich persönlich finde von denen hier Simorgh
das geringste Übel. Und dadurch, dass wir die Statue nicht mehr haben, finde ich die auch gar nicht so dramatisch. Ne? Selbst wenn wir mit der Karte ein Omni-Negate in der Endphase bekommen, ist es trotzdem halt ein Investment, was wir da machen müssen. Auch wenn es nur Ressourcen vom Friedhof sind, die wir mit den Tribal-Monstern machen, glaube ich, es wäre trotzdem ein Investment. Da haben wir einmal Nightmare Goblin. Auch wenn die zusätzlich Normalbeschwung nicht so krass klingt, bin ich trotzdem der Meinung, dass die Karte zu einfach zu erreichen ist. Deswegen soll die gerne banned bleiben. Union Carrier soll auch banned bleiben. Wir möchten keine Extra-Deck-Locks haben, deshalb gerne wegbleiben. Nightmare Mermaid bin ich persönlich der Meinung, dass die gerne wieder zurückkommen kann. Weil es würde keinen Unterschied machen. Klar, dann kann jedes Deck wieder die Orcus Engine spielen. Die Frage ist halt, wie viele Decks das effektiv machen würden. 4 Bricks in ihrem Deck zu spielen, nur damit das funktioniert, im Extra Deck 4 Plätze dafür aufzugeben, damit das funktioniert, glaube ich, würden nicht so viele Decks machen und sonst wahrscheinlich eher so die Rogue-Geschichten. Summon Sorceress bleibt definitiv banned. Prankits, Miau Miau Miau. Die kann meinetwegen wieder zurück, denn Prankits ist auf jeden Fall den Punkt überschritten, wo es ein gutes Deck war. Selbst mit Miau 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 wäre es auf jeden Fall kein richtig gutes, spielbares Deck. Wahrscheinlich so im T3-Bereich, es wäre spielbar. Ja, okay, es wäre schon spielbar. Ich glaube nicht, dass es irgendein Problem wäre. Heike Freibix, nope. Und hier haben wir jetzt eine ganz interessante Riege. Denn hier haben wir erst die Karte, die erst letztens gebannt wurde. Kann meinetwegen da bleiben. Der Gamma-Dragon kann meinetwegen in der Hölle schmoren. Electromites, habe ich im letzten Video schon gesagt, bin ich der Meinung, dass Konami das halt machen könnte. Auch safe. Nur nicht auf 3. Die Karte darf niemals als mehr als auf 1 sein, weil die halt nicht von uns betören ist. Kirin kann sogar zurück auf 3, das macht keinen Unterschied. Flashfire ist ein bisschen krass, die kann da auf jeden Fall auf der Balance bleiben. Mystic Mind soll bitte brennen. Dead Grass Arena wäre zwar funny, aber nein. Painful Choice auch nie wieder. Brilliant Fusion zum Beispiel finde ich interessant, denn die Exonormal Summon ist jetzt nicht so einfach über Goblins zu erreichen, sondern wir müssen dafür Bricks in unserem Main Deck spielen und eine Karte in unser Extra Deck und die Karte. Und ich weiß nicht, ob die Leute das immer noch spielen würden. Ich glaube, dass es für manche Decks ein extremer Push wäre. Aber nicht, dass es zu krass wäre. Das ist ein klares Nein. Das ist auch ein ganz klares Nein. Das ist ein noch viel größeres Nein. Kommen wir zu spannenden Karten. Barrage. Ja, bring die zurück. Meinetwegen auch auf 3. Zudyk tut nichts. Gar nichts. Auch mit dieser Karte nicht. Es macht halt gar nichts. Giant Trunade. Würde ich mal auf 1 ausprobieren, um mal zu gucken, was passiert. Aber ich habe das Gefühl, dass manche Decks die Karte schon ein bisschen blöd benutzen könnten. Ich würde es mal ausprobieren. Nein, nein, nein und oh mein Gott, nein. Metamorphose. Nein, nein, nein. Hatten wir schon mal. Ist jetzt zwar mittlerweile fast 8 Jahre her, aber ich glaube trotzdem, dass die Karte immer noch zu gut wäre. Obwohl wir ja Chain of Heart haben, aber wir das Monster halt permanent behalten. Nein und auch nein. Dann kommen wir zu Heavy Storm. Meiner Meinung nach kann die zurück. Auch auf 1, wir haben Federwisch. Denn klar, ihr könnt eigene Karten schießen, aber ich glaube jetzt nicht, dass es im Großen und Ganzen ein großes Problem wäre. Nein, nein. Bei Last Will bin ich nicht ganz sicher. Ich würde wahrscheinlich eher sagen nein, weil die schon extrem viel specialen kann. Mirage of Nightmare auf jeden Fall nicht. Chicken Game, wir sehen sie im Master Duel, ist illegal. Macht jetzt nicht so viel. Meinetwegen kann ich zurück auf 3. Elmer, entweder die oder Gierfried, eins von beiden muss verboten bleiben, sonst ist halt der Loop möglich. Ne? Tempest Magician bleibt verboten, die bleibt verboten. Die bleibt leider auch verboten, wobei ich sagen muss, ohne Guard Dragon Karten kann die eigentlich auch wieder zurück. Ne? Also ohne die Guard Dragon wird die nicht so viel tun, deswegen kann die auch nicht mehr zurück. Royal Oppression bleibt auf jeden Fall banned. Expulsion bleibt auf jeden Fall auch banned. Bleibt banned, bleibt banned, bleibt auf jeden Fall banned. Auch wenn viele die Karte mögen. Ich persönlich mag die Karte auch. Aber sie ist halt, wenn ihr eine Strategie spielt, die auf Fallenkarten angewiesen ist, einfach unfair. Sixth Sense, nein, nein. Oh mein Gott, bitte nie wieder. Dann haben wir das Schuh, die bleibt auf jeden Fall auf der Menace. Die bleibt auf jeden Fall auf der Menace. Die auch. Die auch. Gofu, ja. Die Karte wird witzigerweise immer besser, je mehr Link wir bekommen. Deswegen bleibt die auf jeden Fall auf der Banlist. Mindmaster, auch die bleibt bitte auf der Banlist. Fishbowl Blaster kann meiner Meinung nach wieder einfach zurück. So krass ist die Karte nicht. Glow Up kann meiner Meinung nach auch einfach zurück. Lavalva Chain
eher nicht. Auch die sehe ich ein bisschen kritisch. Dryden kann auf jeden Fall zurück auf 3. Es macht wirklich immer noch keinen Sinn, dass die Karte überhaupt auf die Banlist gegangen ist. Aetherthought bleibt banned. Bleibt auf jeden Fall. Bleibt auf jeden Fall. Oh mein Gott, bitte bleib da, wo du bist. Leider bleibt die auch auf Banlist. Generisch ein Beast Warrior Monster suchen, so einfach zu holen, schwierig. Der bleibt auf jeden Fall auch da. Der bleibt auch da. Der bleibt auch da. Den hier sehe ich persönlich wieder zurück. Denn es ist eine weirde Kombination mit 3er-Monstern, Level 4er-Monster aus dem Deck zu specialen. Das war damals in Zodiac ziemlich gut. Ich glaube aber, dass es ein bisschen die Zeit überlebt hat, wo es wirklich auch gut in dem Deck spielbar war, in der Konstellation, wie die Decks aktuell aufgebaut sind. Die bleibt auf jeden Fall banned und die bleibt auf jeden Fall auch banned. Limiteds. Lassen wir so. Kann meinetwegen wieder zurück auf 3. Ich meine, alle haben Jahre über geschrien, Misk auf 1, die Karte ist halt so stark. Ja, die Karte ist gut, aber Dinos ist halt einfach nicht gut. Und klar, wenn die so eine Karte wiederbekommen, wird das wieder besser. Aber, ja, ist halt Mainphase 1 unberührt von Karteneffekten. Ist das schlimmer als Noir, der alles zurückspinnen kann? Ich glaube, der bleibt auf jeden Fall auch auf 1. Den kannst du meinetwegen höher setzen. Tsuchinoku kann meinetwegen wieder zurück auf 3. Das macht wahrscheinlich keinen großen Unterschied. Der bleibt auf jeden Fall auf 1. Der bleibt auf jeden Fall auf 1. Haftness bleibt auf 1. Jackalope kann mir wegen auf 3 zurück. Magnamood ist ja gerade erst dahin bewegt worden. Der bleibt auf jeden Fall da. Skyblaster kann auch da bleiben. Shivan auf jeden Fall auf 1. Terratop und Archfiend. Diese beiden Karten könnten meinetwegen wieder zurück auf 3. Ne? Free Special Summon vom Level 3 Monster. Gut, krass, ne? 2 Level 3 Monster. Gute Engine. Die Frage ist, was mache ich dann damit? Man könnte den Goblin spielen zum Beispiel. Das wäre natürlich ein krasser Business-Move von Konami, zu sagen, ey, ich gebe dir eine Engine, die for free die neuen Monster holen kann. Einfach mal drüber nachdenken. Wäre jetzt aber nicht unglaublich krass oder so. Archfiend auch das gleiche. Ist ein okayes Deck dann, aber ist halt trotzdem nicht gut. Dann haben wir Merly, Kelbeck, die bleiben safe da. Exhuder wird immer da bleiben. Pankotrops kann meinetwegen wieder zurück auf 3. Ich glaube, wir haben den Punkt überlebt, wo alle die Karte gespielt haben und gespielt hätten. Und ich glaube jetzt, dass das nicht mehr passieren wird, dass die Karte mehr als ein- oder zweimal gespielt wird oder manchmal dann dreimal im Side-Deck. Aber selbst dann ist sie halt nicht unfair. Madura bleibt auf jeden Fall da, Tempest genauso. Kelo bleibt auf jeden Fall auch auf 1. Morphing Jar, Cyber Jar können wir dazu auf 3. Es sind Flip-Monster, die krasse Effekte haben, die aber keiner spielen würde. Die bleiben alle auf 1, genauso wie der Rest hier. Die Karte muss auf 1 bleiben. Weil kein Monster-Turn-Effekt, was ich immer noch nicht verstehen kann. Monkey Board und Sorcerer bleiben auf 1. Ich verstehe immer noch nicht, warum Slash Draw auf 1 ist, weil auf 1 die Karte halt legit nutzlos. Also hättest du sie auch direkt bannen können. Auf 2 wäre sie irgendwie funny. Weil dann der FTK weniger konstant wäre. Die kann meinetwegen aber auf 1 bleiben. Holland Jones können zurück auf 3. Gateway kann auf 1 bleiben. Monster Reborn zum Beispiel ist eine Karte, die meiner Meinung nach wieder zurück auf 3 kommen könnte. Einfach, weil die, glaube ich, trotzdem kaum einer spielen würde. Einfach mal so ein Gedankenexperiment. Es ist eine gute Karte, definitiv. Ich spiele die auch in meinen Decks sehr, sehr gerne. Ich glaube aber nicht, dass Leute die spielen würden. Goldsarkophag bleibt auf jeden Fall auf 1. One Day of Peace ist auch eine Karte, die kann auch gerne auf 1 bleiben. Gartenzerstörung kann auch auf 1 bleiben, die sowieso. Card of Demise kann meiner Meinung nach wieder zurück auf 3. Ich weiß, dass... Klingt jetzt extrem absurd, weil ich alle diese Zielkarten sage, oh, bleib auf jeden Fall auf der Banlist. Aber die Karte hat so krasse Restriktionen und das Format aktuell ist so schnell in den letzten Jahren geworden, dass ich nicht mal glaube, dass Card of Demise eine Karte ist, diese Decks, die halt von der Karte profitieren, so gut zu machen, dass es genug hilft, dass die im Format nicht broken ist. Also die werden nicht broken im Format. Mind Control könnte theoretisch auch zurück auf 3, auf 1 wäre es aber auch fein. Die bleibt auf 1, die bleibt definitiv auch auf 1, bitte. Monstergate bleibt auch auf 1, bleibt auf 1, bleibt auf 1. Die zum Beispiel, Sacred Flight, kann wieder zurück auf 3, auch eine C-Karte, aber eine krasse Restriktion für ein Deck, was einen Benefit bekommt von C2-Karten. Was ich persönlich nicht schlimm finde. Ne? Für den negativen Aspekt, dass du halt nichts an Zauberkarten benutzen kannst, außer Sacred Flight. Die bleibt auf 1, die auf 1. Diagram, um ehrlich zu sein, kann auch zurück auf 3. NX Trudeco ist kein gutes Deck mehr und... Selbst die Dino-Varianten mit den Babys, selbst die sind nicht gut. Upside Goblin kann auf 3 zurück. Das bleibt auf 1. Reasoning bleibt auf 1. Midbreaker Field kann meinetwegen zurück auf 3. Ich glaube nicht, dass Leute die Karte trotzdem spielen würden. Denn es gibt mittlerweile so viele Karten, die Robert Target beschützen können.
dass ich glaube nicht, dass die Leute mit Breakerfield spielen würden. One for One, kritisch. Ich würde wahrscheinlich sagen, pack den zurück auf 3. Bei selbst als One-Off sehen wir die aktuell fast in gar keinem Deck. Chainstrike bleibt auf jeden Fall auf 1. Into the Void kann theoretisch auch zurück auf 3. Judgment kann auch zurück auf 3. Wir haben gesehen, das macht eigentlich gar nichts. Und wenn die Karte gar nichts macht, gehört die auf 3. Instant Fusion bleibt bitte da. Final Counter kann meinetwegen sterben. Launcher kann auch auf 1 bleiben. Die können wir theoretisch auch höher setzen, aber dann müssen wir den Archwind da oben lassen. Deswegen kann die da bleiben und den Archwind zurück auf 3. Change of Heart kann meinetwegen auf 1 bleiben. Chaos Space definitiv. Der Barbarian darf nie mehr auf 1 sein, genauso wie Omega. Ancient Fairy Dragon kann auf jeden Fall wieder zurück mit dem Erratum auf jeden Fall. Denglong kann auf 3, hat auf 1 gerissen, ändert also gar nichts. Und dann haben wir Explosion, auf jeden Fall auf 1 bleiben. Der Sacred Tree auf jeden Fall. Time Sea kann zurück auf 3, es ändert nichts. Der Red Rose Dragon kann zurück auf 3, es ändert nichts. D-Rap bitte da, D-Rap bitte auch da. Bevor wir jetzt zu den semi-limitierten Karten kommen, lasst mir gerne mal ein Like da, wenn ihr sowas von mir öfter mal sehen wollt, dass ich mal über die Bandlist drüber gehe, um zu gucken, welche meine Karten vielleicht aktuell nicht mehr broken sind. Und die semi-limitierten Karten gehen wir ganz zusammen drüber. So wie es aktuell ist, ohne Rysard kann die auf 3. Die bleibt gerne auf 2, da macht die nicht so viel Shenanigans. Die bleibt auch gerne auf 2, auch wenn ich es natürlich nicht gerne sehe, weil ich natürlich Sprite sehr gerne mag, aber die ist auf jeden Fall verständlicherweise auf 2. Engage kann zurück auf 3, auch wenn es komisch ist, das zu sagen, aber Striker macht nicht viel, auch mit dem Support, den die bekommen werden, wird die Karte wahrscheinlich nicht ausrasten. Lightning Storm, warum auch immer die auf 2 ist, packt die zurück auf 3. Desires, auch die Karte, packt die zurück auf 3, ist mal gar kein Sinn, wenn die auf 2 ist. Und der Fountain, also entweder packst du den auf 1, um den Deck wirklich zu hitten, oder du packst ihn auf 0, um das Deck zu töten, oder du lässt ihn einfach auf 3, dann ist es egal. Das waren alle Karten, die wir aktuell auf der Banlist, limitierten Liste und semi-limitierten Liste haben, wo ich meine Meinung zu gesagt habe. Lasst mir eure Meinung in den Kommentaren da und guckt euch gerne mal dieses Video an, was ich zur aktuellen Banlist sagen würde, was wir da verändern könnten. Bis zum nächsten Mal rein. Ciao, Leute.